Oh, hallo. Wir sind heute im Zwillbrocker Fenn unterwegs. Hier soll es wilde Flamingos geben. Einen kostenlosen Stellplatz, eine schöne Barockkirche, die hört man gerade klingeln. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Und am Ende vom Video verraten wir euch, wer bei unserem 10.000 Abonnenten-Gewinnspiel die Silvigläser gewonnen hat und was es Tolles nächste Woche zu gewinnen gibt. Los geht's. Das Zwillbrocker Fenn liegt im westlichen Münsterland direkt an der holländischen Grenze. Für ausgiebigen Urlaub ist das hier nicht unbedingt geeignet, es sei denn, man ist vielleicht Ornithologe. Aber wenn man gerade irgendwie auf der A31, A3 oder generell auf dem Weg Richtung Niederlande unterwegs ist, dann kann man hier auf jeden Fall einen interessanten Zwischenstopp machen. Die Chance, hier heute Flamingos zu sehen, ist relativ gering. Die kommen meist erst im Februar oder im März aus ihrem Winterquartier. Bis April wird dann Nestbau betrieben und im Mai wird dann gebrütet. Die Küken schlüpfen dann im Juni und werden dann so bis Mitte, ja, oder bis September, bis Mitte Oktober dann aufgezogen. Ihr Winterquartier ist dann in den Niederlanden. Das ist im Veluwemeer oder im Rheindelta. Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Und zur Not haben wir auch noch ein paar Archivbilder für euch. Ja, und wenn ihr auch gerne mal Flamingos in freier Wildbahn sehen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall gerne einen Daumen da. Man vermutet übrigens, dass die Flamingos hier irgendwo aus der Gefangenschaft ausgebüxt sind, weil wilde Flamingos der Arten, die hier vorkommen, normalerweise nicht so weit nach Europa reinfliegen würden. Und so ist also die nördlichste Flamingo-Kolonie Europas, ich glaube sogar der Welt, hier im Zwillbrocker Fenn entstanden. Hier durchs Fenn ist etwa 7 Kilometer lang und zum Teil läuft er auch direkt auf der deutsch-niederländischen Grenze. Der Lehmann und ich, wir sind jetzt hier in Deutschland. Und ich bin in den Niederlanden und wir zeichnen natürlich wieder fleißig für euch auf. Die Wanderung findet ihr wie immer in unserem Komoot-Profil. Fielen viele Gelege und Jungvögeln hier Mardern und Füchsen zum Opfer und seitdem wird die Brutinsel hier hinter uns von Elektrozäunen und Videokameras überwacht. Interessant wäre natürlich, wenn man diese Videokameras auch von zu Hause ansehen könnte. Darüber habe ich aber leider nichts gefunden. Wir haben jetzt hier noch einen Abstecher zur St. Franziskuskirche gemacht. Die wurde 1748 im Barockstil erbaut und wird heute noch für Messen und Kirchenkonzerte genutzt und ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Eigentlich wollten wir hier ins Restaurant Kloppendick für einen Kaffee und Kuchen, aber anscheinend die haben zu. Jetzt ist hier quasi direkt gegenüber, also hinter der Grenze in den Niederlanden, auch noch ein Café und wir gucken mal, ob es da was für uns gibt. Wir sind jetzt ein bisschen traurig, Kloppendick hatte nämlich wohl auf, aber man kommt nur rein, wenn man auch einen Test hat, egal ob man geboostert ist oder nicht. Die holländische Alternative, die ist uns jetzt doch ein bisschen zu weit, da müssen wir 500 Meter hin und zurück und deswegen fällt Kuchen leider aus. Am Stellplatz angekommen, den ihr hier seht, also ziemlich groß,
einziger Nachteil im Endeffekt. Also ihr müsst auf jeden Fall autark sein, um hier stehen zu können. Und es gibt halt nur eine Müllentsorgung. Aber ja, dafür darf man hier kostenlos stehen. So, bevor wir uns jetzt hier bei einer Tasse Kaffee oder Tee aufwärmen, ganz kurz noch zu unserem 10.000 Abonnenten-Gewinnspiel. Wir hatten letzte Woche hier Silvi Weingläser mit Silvi Metallplatte. Die konntet ihr gewinnen und wir schauen uns mal an, an wen das ganze Paket hier geht. Yeah! Herzlichen Glückwunsch! Juhu! Und nächste Woche könnt ihr diesen tollen Lils Bademantel gewinnen, beziehungsweise ihr für euren Hund in der Farbe und der Größe eurer Wahl. Was ihr dafür tun müsst, geht auf unsere Homepage und tragt euch da mit eurer E-Mail-Adresse ein. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und warum wir diesen Hundebademantel so cool finden und wann wir den immer mithaben und so weiter und so fort, das seht ihr alles in diesem Video. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Dann passen wir beide. Aua. Passt ja gut. Hallo.